Hallo, du liebe YouTuber da draußen. Na, wer von euch hat letzte Woche Sonntag meinen letzten DM-Haul gesehen? Der hier über die Hand. Ich hoffe, es sind viele von euch da draußen. Wenn nicht, ich verlinke ihn euch hierhin und auch noch meine Infobox. Also, da habe ich ein wenig darüber gesprochen, warum ich das letzte Mal bei DM war. So, viele haben sich in den Kommentaren nach meiner Aktion angeschlossen. Das finde ich natürlich super cool. Und voller guter Tatendrang möchte ich euch mein erstes Aufgebraucht zeigen. Also die Sachen, die ich als Müll angesammelt habe und sehr froh bin, wenn ich nach dem Video was wegschmeißen kann. Aber ich möchte da draußen von euch wissen, was habt ihr denn diesen Monat aufgebraucht? Jetzt als allererstes zeige ich euch eine Sache, wo es echt nötig war, dass es endlich aufgebraucht ist. Das ist der MAC Brush Cleanser. Es hat so lange gedauert und jetzt ist er endlich leer. Und ich werde ihn mir auch neu kaufen, einfach weil es mal schnell zwischendurch Pinsel reinigt und schnell zwischendurch ist immer super. Außerdem habe ich die Handseife von Isana von Rossmann aufgebraucht. Das ist die Winterseife, die nach Karamell riecht. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte sie mir nachgekauft, wenn ich sie noch gefunden hätte bei Rossmann, weil ich die wirklich, wirklich angenehm fand. Sie hat alles gemacht, was eine Handcreme machen soll. Und dafür war sie perfekt. Die tolle Limited Edition. Ladies and Gentlemen, jetzt kommt ein Duo, was für mich seit 15 Jahren zur täglichen Routine sowas von dazugehört. Und es ist, huch, was habe ich denn hier für eine komische Strähne hängen? Ja, ich bin heute ein bisschen durch den Nieselregen, deswegen sind meine Haare auch so ein bisschen kraus. Egal. Zurück zu meinem Essential Hydrofugal. Woo! Alter Schwede, die haben das Design geändert. Ich habe es lange Zeit nicht mehr gefunden und ich habe wirklich den kleinsten Rotz hier noch rausgeholt. Das ist mein Go-To-Deo seit 15 Jahren. Hydrofugal Roll-On kostet irgendwie 3,50 Euro ist es total wert. Es stoppt die Schweißbildung, also stoppt nicht, aber dämmt sie ein und nie wieder ohne. Aber richtig gut wird das Hydrofugal wie ein guter Krimi. Da gibt es auch immer Partner, den einen und den anderen. Und deswegen gibt es noch das Partner-Deo, Jovan Musk Oil. Auch heute werde ich euch nicht verschonen und ich werde euch den Spruch vorlesen. Mosch. Der sinnliche Duft erregt, sei es leidenschaftlich, seien Sie ganz voll. Ja, ich kann den Spruch schon auswendig, weil ich das Deo schon 15 Jahre benutze. Es kostet ca. 4 Euro und es ist mein Signature-Duft. Immer, immer, immer. So, dann habe ich noch etwas leer gemacht und zwar das, das La Vie est Belle Parfum. Da ist noch ein ganz, ganz kleiner Rotz drin, aber ich glaube, das werde ich nicht mehr aufbewahren bis zum nächsten Aufgebraucht-Video. Das sind vielleicht noch 3, 4 Benutzungen und dann wird es dahin siechen in den Müll. Aber ich habe auch schon zu Weihnachten ein neues bekommen. Also von daher, gut, dass es leer ist. Und jetzt kommen ein paar Make-up-Sachen. Und bei Make-up-Sachen bin ich sehr stolz, weil ich habe mich gegen zwei Sachen entschieden. Also was tatsächlich leer ist, ist mein Fit Me Concealer in der Farbe 2. Habe ich auch schon öfter nachgekauft. Habe ich auch schon wieder einen neuen. Dann habe ich hier den Maybelline Instant Age Effect Löscher Concealer leer gemacht. Und ganz ehrlich, der ist super. Von dem war ich total begeistert, habe ihn mir aber jetzt erstmal nicht nachgekauft, weil ich nämlich stattdessen den Catrice, wie heißt es denn, hier der neue Camouflage mir geholt habe. Und werde den mal so gegenüberstellen, aber ich glaube, das hier wird wieder ein Nachkaufprodukt, weil ich das auch sehr angenehm fand, mit dem Schwämmchen das aufzutragen. Dann leer gemacht habe ich den Manhattan Dip Eyeliner in Waterproof. So, hierzu ist es für mich kein Nachkaufprodukt. Es ist nämlich für mich doch relativ schwer, so ein Ring damit hinzubekommen. Aber für hier oben finde ich ihn gut, also für den Wimpernkranz. Ich mag, dass es so ein festes Federchen ist. Es ist ja kein Bürstchen, es ist auch nicht irgendwie Pinselchen, sondern es ist halt ein stärkeres Gummiteil. Das fand ich ganz gut, aber ich fand ihn nicht so schwarzdeckend, wie ich es mir erhofft hatte. Was ich allerdings gut finde, aber was, glaube ich, abgelaufen ist, weil jedes Mal, wenn ich es in letzter Zeit benutzt habe, hatte ich dicke Augen. Tinky, musst du dir den Hintern in meinem Karton waschen? Anscheinend. Ich hatte immer brennende Augen oder so dicke Augen, so geschwollene Augen oder sogar tränende Augen, wenn ich es benutzt habe. Und deswegen glaube ich einfach, der ist
Das ist der Liquid Eyeliner von Catrice. Den habe ich schon ganz, ganz oft nachgekauft. Finde den richtig, richtig gut. Gute Farbabgabe, gute Haltbarkeit und auch guter Auftrag von diesem Feldtipp. Aber anscheinend ist der hier abgelaufen, deswegen kommt er in den Müll. Schweren Herzens. Und ich könnte mir selber in den Hintern beißen, dass ich das auch in den Müll schmeiße, weil es abgelaufen ist, denke ich. My NARS Smudge Proof Eye Primer. Oh mein Gott, mein Herz weint. Ich habe ihn höchstens 10-mal benutzt, weil ich ihn immer aufgespart habe für wichtige, besondere Erlebnisse. Und da genau liegt das Problem, weil man dann die Sachen, die man anhortet, nicht benutzt. Und dann muss man sie wegschmeißen, weil man dicke, tränende Augen bekommt, wenn man auch dieses Teil benutzt. Wirklich, ich könnte weinen, weil, ey, die Brillanz von der, vom Augen-Make-up, wenn man den drauf hat, ist grandios, wirklich, grandios. Egal, lasst uns weitermachen. Oh, mit dem letzten Produkt. Und das ist definitiv ein Nachkaufprodukt für mich, also das muss ich sowas von schnell wieder haben. Das Laura Mercier Secret Brightening Powder, das weiß ich noch, das habe ich mir gekauft und war eher so ein Downer, bis ich es angefangen habe, es richtig zu benutzen. Das benutze ich nur, um meine Augenpartie zu setten. Und da sind leichte, irisierende Partikel drin, die einfach das Auge zum Strahlen bringen. Sie setten halt meinen Concealer, man kann es sehr gut zum Baken benutzen, also dick auftragen und den Rest wegpudern. Leider ist es bei mir am Counter hier am Bräuninger in Düsseldorf immer ausverkauft gewesen in der letzten Zeit, aber sobald es wieder da ist, muss ich das haben. Essentiell. So, das waren meine Aufgebrauchssachen, die wandern jetzt alle sofort straight in den Müll. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video war interessant für euch und es werden hoffentlich in Zukunft öfter noch so Videos kommen, weil ich ja vorgenommen... Nein, ich sage nichts und sage euch... Guckt mein Video von letzter Woche, den DM-Haul, da erfahrt ihr alles. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und folgt mir auf Social Media. So, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.